Als hätte die Halbzeitsirene sie aus einem Traum erweckt, blickt Nava-Spielerin Maxima Meding sicherheitshalber noch einmal zur Anzeigentafel, als würde die 16-Jährige noch nicht ganz wahrhaben wollen, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Tore erzielt und damit ihr Team gegen den haushohen Favoriten OSF Berlin in Schlagdistanz gehalten hat. Ja, also es war auf jeden Fall ein mega geiles Gefühl, zu wissen, da ist was zu reißen, dass wir gegen den OSL, also gegen eine Oberligamannschaft wirklich auch mithalten können und dass wir so gut mitführen können, hätte ich von Anfang an nicht gedacht. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir da so gut mithalten können. Also ich war stolz auf uns. Und das vollkommen zu Recht. Denn wie ein Außenseiter präsentierte sich Nava in der 3. Runde des Berlin-Pokals nicht. Vor den Augen des Trainergespanns Sophia Schmidt und Franz Witzmann zeigten die Damen in Rot Tempo-Handball mit einer überzeugenden Treffsicherheit. Auch Maxima Medings Nervenstärke aus 7 Metern hatte großen Anteil an dem engen Halbzeitstand in der Sporthalle Palisadenstraße. Trainerin Schmidt war begeistert. Also Wahnsinn, da sieht man, was für Potenzial auch bei uns im Verein steckt. Richtig eingesetzt, hat jetzt das 3. Spiel erst auf dem Aufbau bei uns über den ersten Frauen. Kann man nur sagen, wenn sie weiter so macht, hat sie da noch ganz, ganz viel vor sich. Und die 2. Hälfte hätte für Nava nicht besser beginnen können. Der Verbandsligist mit 4 Toren am Stück. Da stand es auf einmal 22-20 für den Außenseiter, der jedoch so langsam, aber sicher an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit stieß. Der Favorit OSF Berlin, nun natürlich unter Druck, fuhr härtere Geschütze auf, um sich der drohenden Blamage entgegenzustellen. Bis 9 Minuten vor Schluss war das Spiel noch auf der Kippe, doch als Ilka Wiesner per 7 Meter zum 32-28 einnetzte, dämmerte es so langsam in den Nava-Köpfen, dass die Sensation wohl nicht mehr zu erreichen ist. 37-30 am Ende für den OSF, die Damen in Blau mit einem Pokal-Arbeitssieg, der aber alles andere als zufriedenstellend ist. Ja, es war ein klassisches Pokalspiel. Also wir haben uns unter Wert verkauft, das wissen wir auch. Und es wird auch eine Nachbereitung geben. Aber wir sind auch mit den Erwartungen hergefahren, dass Nava halt heiß ist wie Frittenfett. Und es ist eine ungewohnte Anwurfszeit für uns gewesen. Das sind jetzt keine Ausreden, aber es ist ein klassisches Pokalspiel. Bei Nava bleiben nach der Fast-Sensation gemischte Gefühle zurück. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade. So, das Sportlerherz ist da so ein bisschen nach. Da hat dann leider zum Schluss ein bisschen die Kraft gefehlt. Da nächstes Jahr dann vielleicht. Und dann vielleicht den Favoriten nicht nur ärgern, sondern auch besiegen? Man wird ja wohl noch träumen dürfen.